machen wir weiter mit unserer nächsten Podiumsdiskussion. Und da geht es zu einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich das ist die Neugestaltung des Kreisverkehrplatzes Schnabelsmühlen. Und dazu kann ich Ihnen jetzt persönlich relativ wenig erzählen, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir da ein kompetentes Bühnenteam zusammengestellt haben. Und wir begrüßen an erster Stelle Bob-Mitglied und Architekt Thomas Duda. Herzlich willkommen. So, ebenfalls hier heute bei uns, er hat lange auf seinen Auftritt gewartet, Stadtbaurat von Bergisch Gladbach. Ganz herzlich willkommen, Harald Flücke. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass ich hier und heute für Sie sprechen darf, Sanitär- und Heizungsunternehmer Achim Nowak. Herzlich willkommen. Und natürlich auch derjenige stellvertretend dafür, der den Preis, den ersten Preis gewonnen hat, nämlich vom Landschaftsarchitektenbüro ohne Frosch Greenbox. Ganz herzlich willkommen, Hubertus Schäfer. So, lieber Herr Duda, Sie als Architekt hier im Unternehmernetzwerk Best of Bergisch können, glaube ich, sehr, sehr gut erklären, worum es bei diesem Kreisverkehrsprojekt jetzt ging. Und da würde ich Sie einfach mal bitten, das jetzt auch zu tun und Leute wie mich, die so ein bisschen unwissender sind, mal ins Boot zu holen. Wir sind sehr gespannt. Genau, da ist so ein Schieber, einfach nach oben. Ja, tipptopp. Ja, alle im Publikum kennen ja sicherlich den Verkehrskreisel bei uns im Zentrum in Bergisch Gladbach, der neu gebaut wurde und der ja auch als Verkehrskreisel sehr gut funktioniert. Wo er nicht so gut funktioniert, ist in gestalterischer Hinsicht. Der ist sehr trist und leer und ein bisschen Gras wächst da drauf. Und vor dem Hintergrund, dass das wirklich so ein bedeutender Ort in der Mitte von Bergisch Gladbach ist und auch historisch ganz bedeutend ist, weil dort ist ja eigentlich die Keimzelle von Papierwerk Zanders gewesen und auch die Entwicklung von unserer Stadt hat dort begonnen, verdient dieser Ort sicherlich eine viel bessere Gestaltung. Und ja, wir alle wissen ja, dass die Stadt Bergisch Gladbach nicht so viel Geld in der Tasche hat und deshalb ist dann eben Best of Bergisch auf die Stadt Bergisch Gladbach zugekommen, hat eine Kooperation mit der Stadt Bergisch Gladbach begonnen. Und der Inhalt dieser Kooperation war eben die Gestaltung dieses Kreisels. Es war der Wunsch eben, dass man einen zweistufigen Wettbewerb macht an diesem Ort, um zu ermitteln, was die beste Gestaltung für diesen Kreisel ist. Und die Jury sollte eben eine unabhängige Jury sein, also nicht Best of Bergisch, nicht dass hier einfach unter uns gesagt wird, das ist das Beste, sondern eine von Bob vollkommen unabhängige Jury, bestehend aus Leuten der Politik, der Verwaltung, auch Persönlichkeiten aus der Stadt Bergisch Gladbach. Und die Rolle von Best of Bergisch beschränkt sich also darin, dass wir diesen Prozess moderiert haben und dass wir am Ende diesen Kreisel eben auch finanziell stemmen wollen. Natürlich nicht nur mit Best of Bergisch, sondern auch mit anderen engagierten Unternehmern hier aus der Region. Ja, wie ist das abgegangen? Es gab zwei Wettbewerbsphasen, wie ich schon gesagt habe. Die erste Wettbewerbsphase war die Wettbewerbsphase, wo Bürger ihren Gestaltungsideen für diesen Ort einbringen konnten. Wir haben Bürgergruppen angesprochen, also es mussten mindestens 5 Personen sein pro Gruppe und waren ganz überrascht, als wir eben dann diese Gestaltungswettbewerb rausgegeben haben, dass sich dort 51 Gruppen beteiligt haben, also eine ganz große Menge. Gleichzeitig gab es auch noch eine Abstimmung, wo man abstimmen konnte, was das Thema ist, was die Bürger am meisten bewegt an diesem Ort. Das war das Thema Strunde und Wasser und Papier. Und ja, dann wurde also im Frühjahr letzten Jahres diese erste Wettbewerbsphase entschieden. Unter den 51 Arbeiten wurden 4 Themenideen prämiert. Und die gucken wir uns hier vielleicht mal an. Ach so, das hier sind die 51 Themenideen und unter diesen 51 wurden dann eben 5 Themen
also vier Themen, aber es sind fünf einzelne Themenideen. Prämiert hier links sind, also ist auch ganz interessant, wer das gemacht hat. Das links oben ist von dem Kunstkurs des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Das hier unten ist beispielsweise von der Bergischen Kunstschule hier aus Bergisch Gladbach. Rechts, das ist gemacht worden von Kindern der vierten Klasse aus einer Gemeinschaftsgrundschule in Herkenrath. Das mittlere Projekt vom Caritas-Wohnhaus für Suchtkranke und unten rechts vom Arbeitskreis der Künstler aus Bergisch Gladbach. Ja, dann in diesem Jahr gab es dann eine zweite Wettbewerbsphase. Dort wurden fünf professionelle Landschaftsarchitekten und Künstler angesprochen. Und die sollten sich eben auseinandersetzen mit diesen Ideen, Themenideen der Bürger. Sie sollten einen ausführlichen und ausführungsreifen Entwurf entwickeln, der eben realisiert werden kann. Und die Teilnehmer eben der zweiten Phase haben sich dann mit den Siegern der ersten Phase auseinandergesetzt. Es gab ein Kolloquium, wo sie sich ausgetauscht haben. Und also es war wirklich ein langer Moderationsprozess, wie Sie sehen, wo den wir sehr transparent auch gehalten haben und immer wieder auch in die Öffentlichkeit gebracht haben. Und das Ganze ist jetzt momentan soweit angelangt gewesen, dass die Jury getagt hatte im März diesen Jahres für die zweite Wettbewerbsphase und hat dann den Beitrag der Landschaftsarchitektin Greenbox hier aus Köln, Herr Schäfer ist Geschäftsführer, mit dem ersten Rang prämiert. Herr Flügge steht auch neben mir, der wird als Mitglied der Jury gleich sicherlich auch noch davon berichten, was ihn bzw. die Jury so überzeugt hat an diesem Entwurf. Das muss er. Das habe ich mir auch schon notiert. Dann gebe ich direkt mal weiter. Können wir, ja, sehr, sehr gerne, dann machen wir das doch direkt. Was gefällt Ihnen besonders an dem Entwurf? Nein, alles gut, das kann er ja mal und dann. Ja, bevor ich nochmal auf die Qualitäten des Entwurfs drauf zurückkomme, aus meiner Sicht nochmal das, was Sie auch geschildert hatten, Herr Duda. Vor zwei Jahren ungefähr ist das Projekt gestartet, da war ich noch nicht ganz hier. Und ich hatte dann die Freude, im Grunde eben Wettbewerbswesen dann eben dabei zu sein, als Jury mitzuwirken. Und ich denke mal, Sie hatten den Aufwand auch angesprochen. Das ist ein Projekt, was, ich denke, auf beiden Seiten viel Zeit bedurft hat, viel Aufwand erzeugt hat. Das ist aber, glaube ich, gut gewesen, weil ich glaube, es hat sich sehr gelohnt, dass wir es so gemacht haben. Und wie bei Pilotprojekten das immer so ist, das erste Muster ist wahrscheinlich immer etwas zeitaufwendiger und in dem Sinne, glaube ich, ist insgesamt ein Projekt entstanden, was, ich sage mal, Best of Bergisch, aber auch der Stadt im öffentlichen Raum zu Ehre gereichen wird. Es bedurfte viel Engagement, sei es vom West of Bergisch wie von der Stadtverwaltung und ich finde, es hat sich gelohnt. Es dreht sich ja nicht um irgendeinen Ort in der Stadt, es dreht sich um einen sehr wichtigen öffentlichen Raum. Und Sie sagten, es ist fast so in der guten Stube oder in der Entstehungsstube der Stadt Bergisch Gladbach. Ich hatte die Ehre, bei beiden Wettbewerbsphasen dazuzugehören und war von der Vielfalt auch in der ersten Phase schon sehr beeindruckt. Also wie viel junge Menschen, wie viele Menschen sich insgesamt dazu bereit erklärt hatten, mitzumachen. Und in der zweiten Phase ging es ja auch dann darum, aus dieser ersten Phase ein Thema weiter zu qualifizieren. Ja, was gefällt mir am Siegerentwurf besonders gut? Wissen Sie was? Da würde ich Sie jetzt ganz kurz unterbrechen und würde sagen, wir geben jetzt das Mikrofon mal an dieser Stelle an Herrn Schäfer, dass er uns erstmal erklärt, mit welchen Ideen er da aufkam, wann die ersten Ideen kamen und uns das Ganze erstmal vorstellen. Glückwunsch an der Stelle auch, haben sich ja ausgezeichnet. Ja, herzlichen Dank. Genau, das macht, glaube ich, Sinn, dass ich erst noch mal kurz erkläre, unsere Idee überhaupt, die ja nicht einfach so aus unserem Büro gekommen ist, sondern als wir hier angereist sind, nachdem Herr Duda mich angerufen hat, ich gesagt habe, ja, da machen wir gerne mit bei dem Verfahren,
Da war ich echt platt, was Sie hier auf die Beine gestellt haben mit Ihrem Unternehmernetzwerk. Das finde ich schon sehr beispielhaft, was Sie hier tun, dass Sie in Eigeninitiative was auf die Beine stellen, die Bürger dabei beteiligen, dann eine Kooperation mit der Stadt eingehen. Das fand ich klasse. Und was ich genauso klasse fand oder eben besonders spannend, dass die Bürger wirklich auch mit Herzblut da dabei waren. Da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht irgendeine Aufgabe, die wir hier zu lösen haben, sondern das berührt die Leute wirklich, was man mit diesem Ort anstellt. Und deswegen haben wir uns wirklich sehr intensiv mit den Arbeiten auch dieser ersten Phase auseinandergesetzt. Das wurde uns ja auch präsentiert. Vielleicht können wir kurz noch mal ein Bild zurück switchen. Da sieht man ja nochmal die verschiedenen Arbeiten. Das sind einfach Dinge, die uns, wie Sie gleich sehen werden, auch im Entwurf, die sich darin definitiv auch wiederfinden. Wie beispielsweise einfach diese Grundidee, dass man sagt, man will hier ein Zeichen schaffen für Gemeinschaft, für Zusammenleben hier in Bergisch Gladbach. Das findet sich wirklich in mehreren Arbeiten wieder, ob das dann die Kinder sind, die so ein Wort formulieren mit den Buchstaben. Oder es gibt noch eine andere Arbeit, die jetzt nicht unter den letzten fünf gelandet ist, aber wo Kinder einen Kreis bilden. Und die Symbolik dieses Miteinanders, was auch zum Beispiel in dieser baumartigen Skulptur steckt, das fanden wir wichtig und wir haben gespürt, das ist Ihnen oder den Menschen hier auch wichtig, dass man diesen Ort auch mit dem Thema bespielt. Das ist das eine. Und das zweite ist das Thema der Schrift, der Sprache im Sinne von Kommunikation. Sie sehen, das haben wir bei mehreren Arbeiten, haben das eben auch die Bürger, kam diese Idee, weil dieser Ort eben auch ein Stadteingang ist. Also auch, man will hier auch einen Willkommensgruß senden mit Schrift, mit Sprache. Und das fanden wir auch einfach eine wunderbare Idee. Und wenn ich Ihnen jetzt das Konzept von uns erkläre, dann sehen Sie, dass es eigentlich, jetzt nochmal so ein weiterer Abstraktionsschritt gewesen ist, den wir vollzogen haben. Bitte das nächste Bild. Also das Symbol für den Zusammenhalt, so ganz runtergebrochen für uns, ist eigentlich für uns das Symbol des Rings. Ein Ring, ob es der Ehering ist, der zeigt Verbundenheit, einfach dieses Miteinander. Sie haben den Ring, den weißen Ring, ja letztendlich sogar in diesem Logo verwendet für diesen Wettbewerb. Also dieses Bild, so runtergebrochen des Rings, des Miteinanders, das war für uns auch sozusagen eine zeitlose Idee, die auch über viele Jahre man dort auf diesem Kreisverkehr im Zentrum dort installieren kann. Und bitte nochmal ein Bild zurück in der Perspektive. Das eben dieses Zeichen und dann eben kombiniert mit diesem Thema der Kommunikation, der Schrift. Und dieser Ring, der ist eben nicht irgendein Ring, sondern er erinnert eben auch an Papier. Also das heißt, wenn Sie das Bild sehen, das ist ja immer schwer, sowas dann wirklich so abzubilden, wie es dann in Zukunft sein wird, aber ich glaube, wir haben es vielleicht schon ganz gut getroffen, diese so eine pergamentartige Erscheinung, dieses Rings, der ist so ein bisschen transparent, wie so ein Papier, was so eine Struktur in sich trägt. Also so soll der tagsüber aussehen. Vielleicht kann man schon so ein paar Worte erahnen, die auf diesem Ring sich abzeichnen, aber das soll nicht jetzt einfach nur wie so ein Schild sozusagen bedruckt sein, sondern da soll eine gewisse Tiefe schon tagsüber spürbar sein. Das machen wir halt mit so einer Lochblechstanzung, wo diese Worte eingestanzt sind, sodass also tagsüber auch schon durch die Sonneneinstrahlung, Lichtschatten, da schon eine interessante Struktur sich abbildet. Wie ein Blatt Papier oder wie eine Papierrolle. Und abends mit Einbruch der Dunkelheit, das ist eben die Idee, gibt dieser Ring oder diese Papierrolle ihr Geheimnis Preis, so kann man es vielleicht nennen, oder eben ihr Wasserzeichenpreis. Also es gibt ja eben diese Papiere mit Wasserzeichen, auch von Zanders, dieses Gorsmühlenpapier. Das hat uns eben zu dieser Idee gebracht, dass dann diese Schrift, diese Worte, dann eben nur in Kombination mit Licht dann sichtbar werden. Und dadurch entsteht, glaube ich, ein ganz schöner Dialog von Tag, auch mit unterschiedlichen Lichtstimmungen der Sonne. Abends, wenn es dunkel wird, so langsam erscheinen dann diese Schriftzeichen, diese Worte. Und damit sich dieser Kreis im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich wieder schließt,
haben wir gesagt, das letzte Wort bei diesem Konzept werden die Bürger wieder haben. Die sollen nämlich jetzt in einer dritten Phase bestimmen, was jetzt wirklich für Worte auf dieser Rolle stehen werden. Also das sollen Worte sein, die für Identität stehen. Was verbinden Sie besonders positiv mit Ihrer Stadt, mit Bergisch Gladbach? Das ist die Idee. Und wir hoffen, dass wir damit wirklich so ein zeitloses Zeichen schaffen können für diesen Ort, der die Bürger sehr mitnimmt, aber auch vielleicht ein Stück weit steht für Ihre Idee hier mit Ihrem Netzwerk. Weil das fand ich wirklich so toll. Eben stand ich drüben, wer kam an? Der Werbetechniker. Beim letzten Mal kam schon der Gärtner oder der von der Sparkasse. Alle sagen so, Mensch, was kann ich beitragen? Ich bringe die Pflanzen mit. Der eine bringt die LED-Technik mit. Und das finde ich irgendwie klasse. Und dann steht letztendlich der Ring auch ein Stück weit für Ihre Netzwerkidee untereinander. Ja, das ist der Grundgedanke unseres Konzepts. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Ich glaube, der Wissler hat das vorher ja schon gesagt, saubere Luft und freundliche Menschen, das muss da wahrscheinlich drauf. Mal gucken, ob es jemand aufnimmt. So, jetzt, lieber Herr Flügge, nachdem wir jetzt erfahren haben, was sich hinter dem Entwurf verbirgt und wie es denn aussieht, Ihre Einschätzung, was gefällt Ihnen jetzt denn daran? Also was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir erstens hier nicht am Ende sind, sondern in der weiteren Einbindungsphase hineinkommen, dass sich Bürger im Grunde einbinden können, auch weiterhin mit den Themen, ich denke mal, oder Botschaften auch, die für sie vielleicht heimatstiftend sind oder identitätsstiftend sind für den Ort. Und ich denke mal, das ist dann ein Stück weit auch eine Kontinuität. Das Kunstwerk selbst, über das wir reden, das ist im Grunde, glaube ich, zeitlos. Es ist nicht aufdringlich, es ist auch nicht modisch und es bekommt die Stärke, glaube ich, aus der dritten Phase heraus, dass dort sich Bürger mit ihren Meinungen zur Heimat einbringen. Vielen, vielen Dank. Und an der Stelle vielleicht einfach nochmal großen Applaus für den tollen Entwurf. Lieber Herr Lobach, jetzt sind Sie ja Sanitär- und Heizungsunternehmer. Nichtsdestotrotz haben Sie sich in dieses Projekt mit eingebracht. Und da fragt man sich natürlich von außen erstmal, warum und wie denn? Ja, dritte Phase ist das Stichwort. Und viel, viel Arbeit ist hier sicherlich auch reingeflossen. Ich habe mir gedacht, mein Motto könnte sein, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und denn jetzt beginnt das Vergnügen mit der Umsetzung dieses Projektes. Und viel, viel Arbeit ist es tatsächlich gewesen. Ich habe es mitbekommen in unserem Kreis. Viele hundert Stunden sind dort eingebracht worden, ehrenamtlicher Arbeit, um dieses Projekt dann nach vorne zu treiben. Und man hat einfach da mit viel Leidenschaft dran gearbeitet. Aber das ist nicht alles. Wir haben auch Geld investiert in dieses Projekt und wir gehen davon aus, dass wir so bis zum Ende des Projektes etwa 40.000 bis 50.000 Euro aus unseren Vereinsmitteln da reingesteckt haben. Das heißt, jedes Mitglied unseres Vereins ist da auch dran beteiligt. Und jetzt kommt aber der vergnügliche Teil. Ja, genau. Dankeschön. Das ist ein Applaus auf jeden Fall wert. Vergnüglich. Der vergnügliche Teil soll darin bestehen, das Ganze jetzt zu realisieren. Ich bin auch selber sehr begeistert davon, was dieser Wettbewerb hier zustande gebracht hat. Und wir haben uns vorgenommen, auch diesen Prozess mit zu begleiten, die Realisierung, aber nicht alleine. Wir brauchen dort Unterstützung und wir möchten auch hier wieder nach außen gehen, unser Netzwerk nutzen, Menschen, Unternehmer hier aus Bergisch Gladbach finden, die uns an der Stelle unter die Arme greifen, als Projektpartner zur Seite springen und sagen, das ist gut, was ihr da macht und das möchten wir gerne mit wirklich werden lassen. Vielleicht werden wir da noch mal ein bisschen konkreter. Was für eine Art von Unterstützung suchen Sie denn, wenn Sie sagen Unterstützung, Projektpartner, was heißt das konkret? Ja, die Unterstützung, die kann natürlich verschiedenartig sein. Zum einen, klar, das Ganze kostet eine Menge Geld. Und die Jury hat es uns auch nicht einfach gemacht. Sie hat sich hier nicht für den günstigen Entwurf entschieden, der auch mit auf dem Tisch lag, sondern hat den herausfordernden und auch damit wahrscheinlich teuersten Entwurf ausgewählt. Soll auch für uns wieder eine Herausforderung sein, passt vielleicht ein bisschen zu unserem Namen, Best of Bergisch. Also das eine, was wir benötigen, sind sicherlich finanzielle Mittel. Und damit wir die
Rechnungen bezahlen können, die wir dann erhalten werden, wenn wir den Bau beginnen. Aber das wird nicht der einzige Weg sein. Sie hatten auch schon einen Hinweis darauf gegeben. Wir können natürlich auch Unterstützung gebrauchen in Form von Sachmitteln, die uns zur Verfügung gestellt werden, die zum Bau vielleicht dienen, oder auch tatkräftige Unterstützung mit Bauleistungen. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Es ist ja immer so ein bisschen ein Geben und ein Nehmen. Was haben denn die Unternehmer jetzt davon, wenn sie sagen, ach Mensch, ich glaube, das Projekt finde ich gut, das unterstütze ich? Naja, zuallererst mal haben Sie einen schönen gestalteten Kreisel in Bergisch Gladbach. Das ist doch schon mal was wert. Ne? Für die Allgemeinheit auf jeden Fall. Denn wir freuen uns ja auch, wenn wir in einer Stadt uns bewegen, die uns gefällt. Aber das Netzwerken hat ja auch immer einen wirtschaftlichen Aspekt. Und ich denke, eine Sache ist vielleicht für den einen oder anderen, der uns unterstützen mag, auch wichtig. Man kann ein bisschen von der guten Pressearbeit profitieren, die wir hier leisten. Da nochmal einen großen Dank an Elke Strothmann, die das ganz hervorragend macht. Und auch an das Büro Turm Design, wo viele Veröffentlichungen erstellt werden. Wir sind so stolz, dass wir auch eine eigene Projekt-Website ins Netz setzen wollen davon und über die Tatsache berichten wollen, dass wir hier ein Public-Private Partnership, was wir auch zum ersten Mal machen, ins Leben gerufen haben und dass da ein toller Prozess mit verbunden ist. Und es ist auch darüber hinaus ja auch ein technisch und verkehrstechnisch interessantes Bauwerk. Also auch dafür, da ist viel Aufmerksamkeit drin und dort sollen alle entsprechende Erwähnung finden. Über Worte ist gesprochen worden, die sich darauf abbilden sollen. Den einen oder anderen mag es vielleicht interessieren, sich mit einem Wort insbesondere zu verbinden, vielleicht eine Wortpatenschaft zu übernehmen. Und wer weiß, vielleicht ist das ein Stadtteil oder ein Symbol, Sie hatten es angesprochen, was vielleicht an ein Wasserzeichen erinnert. Da könnte sich jemand inspiriert fühlen. Oder auch ein berühmtes Bauwerk hier in der Stadt, das Schloss Beensberg zum Beispiel. Mag sein, dass sich da jemand inspiriert fühlt. Also das sind alles Begriffe, die wir da drauf unterbringen können. Und es wurde gesagt, wir freuen uns auf die Eingaben von den Bürgern in der Stadt, die uns über unsere Website entsprechende Vorschläge bitte machen sollen und die dann auch wieder mit einer Jury ausgewählt werden. Dann gibt es die Wanderausstellung. Wir haben hinten im Foyer im Moment die Projektentwürfe und die Dokumentation dieses ganzen Projektes. Also wer Interesse hat, das zu sich ins Haus zu holen und dort auszustellen, das wäre eine klasse Sache. Und am Ende wird hoffentlich eine schöne große Eröffnungsfeier da stehen, wo wir alle wieder zusammenkommen und gemeinsam feiern. Damit es dann auch wortwörtlich eine runde Sache ist und bleibt. Es ist ja immer so, wenn das Eis mal gebrochen ist und sich die ersten Unterstützer finden, dann kommen einige hinterher und ich merke schon so, das ist so ein kreativer Prozess und Sie brennen da so. Sie haben mit Sicherheit auch schon erste Unterstützer gefunden, oder? Ja. Könnten Sie diese Antwort bitte ausführen? Wir haben noch Sendezeit. Ja, also wir sind tatsächlich begeistert. Wir sind natürlich auch mit viel Hoffen und Bangen in die ganze Sache hineingegangen und haben gesagt, oh Mann, da haben wir was losgetreten, das hatten wir am Anfang nicht so gesehen. Was wird das denn alles kosten? Und Hochrechnungen kamen zustande und da können Sie sich vorstellen, bei 30 Mitgliedern geht auch dem einen oder anderen mal so ein bisschen das Herz in die Hose. Und Aber wir haben dann auch schon in der frühen Phase Unternehmen angesprochen und sind wirklich begeistert, dass die auch schon ihre Unterstützung zugesagt haben. Das eine ist die VR-Bank. Das war jetzt nicht schwer zu erraten, dass wir auf die mal zugegangen sind. Die VR-Bank ist im Übrigen auch zum dritten Mal hier Mitveranstalter und Unterstützer von diesem Frühjahrsempfang. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Auch das ist ein Applaus wert. Und auch eine andere Bank hat es sich nicht nehmen lassen, die Kreissparkasse. Beide sind mit einem nennenswerten Betrag dabei und unterstützen uns in der Sache. Die Firma Krüger ist dazugekommen, das ist ganz frisch, gestern noch. Das hat uns natürlich nochmal richtigen Auftrieb gegeben. Und auch da gibt es einen noch nennenswerteren Betrag, wenn ich das so vorsichtig ausdrücken darf. Aber es gibt auch zwei Beispiele für tatkräftige Unterstützung. Das Gartencenter Selbach war begeistert, als wir das Projekt vorgestellt haben und haben gesagt,
Wir wundern uns die ganze Zeit schon, warum noch keiner auf uns zugekommen ist. Also da haben wir offene Türen eingerannt und ich denke, da wird es irgendwas mit Pflanzen geben und auch einen Lichttechnikhersteller, der uns unterstützen möchte aus dem LED-Technikbereich, hat da seine unbedingte Unterstützung zugesagt. Also ganz toll an der Stelle. Vielen, vielen Dank schon mal an die. Jetzt haben Sie das alles so schön erklärt. Ich bin mir ganz sicher, wenn ich so in die Runde schaue und ich sehe da viele gut gelaunte Gesichter und positiv angetane Gesichter, da sind bestimmt Unternehmer, Unternehmerinnen dabei, die sagen, Mensch, wir würden auch ganz gerne mit unterstützen. Wie können die das denn tun? Wo ist der erste Schritt? Wie kann man auf Sie zukommen? Ja, als erstes möchte ich dazu sagen, deswegen haben wir Sie natürlich nicht heute hierhin eingeladen, sondern das wäre jetzt ein schöner Nebeneffekt, wenn der ein oder andere sich inspiriert fühlt. Wen dürfen Sie ansprechen? Wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung. Thomas Duda ist in besonderer Weise mit diesem Projekt verbunden und hat diese ganze Wettbewerbsphase 2 intensiv bearbeitet. Auch mich können Sie gerne ansprechen. Jetzt haben Sie mich kennengelernt. Und aber auch alle Mitglieder von Best of Bergisch, die heute hier sind. Und das auch nicht nur heute, sondern auch gerne in den nächsten Tagen. Also sprechen Sie uns gerne an. Und ansonsten würden wir vielleicht auch mal auf Sie zukommen und ganz vorsichtig anklopfen und mit Ihnen über unser Projekt reden wollen. Dankeschön. Dann kann ich Ihnen nur weiter viel Erfolg wünschen für das Projekt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es dann aussieht. An dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie es heute vorgestellt haben. Tolle Runde. Applaus